Hi, ich bin Jizuke. Schaut Summer Scene auf watchlolisports.com. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur LEC hier auf Summoners in Live zum Early Game. Vor den Spielen ist nach den Spielen. Und wir wollen natürlich drüber sprechen, was heute hier passiert. Mein Name ist Kalle und ich habe weiterhin sehr tolle Gäste an meiner Seite. Und zwar haben wir Scarface mit dabei und natürlich wieder der gute Eiserne Waffel, der aus der Krankheit zurückgekehrt ist und seit gestern hier natürlich wieder das Pyro-Tool rockt. Wir wollen natürlich nochmal über den gestrigen Tag sprechen und natürlich auch in Bezug auf heute. Gestern ist einiges passiert. Wir haben gesehen, Fnatic hat wieder mal gewonnen. Wir haben gesehen, Vitality hat verloren tatsächlich gegen die Jungs von SK Gaming. Da werden wir auch drüber sprechen, weil sie gleich auch den Anfang machen werden. Und G2 hat jetzt wirklich jedes Team geschlagen. Was ist so dein Eindruck des gestrigen Tages gewesen? Was war so dein Highlight? Das Highlight war, um ehrlich zu sein, das letzte Game von G2. Also wirklich einfach mega nice League of Legends. Jedes Mal, wenn man G2 schaut, sieht man einfach, okay, die stompen einfach in 20 Minuten durch, spielen alles perfekt, Makro perfekt, Skirmish ist perfekt und dann ist GG. GG. Wir haben tatsächlich gesehen, Yasuo auf der Botlane-Eis. Es war lange Zeit so ein kleines Meme. Im Client wird sogar schon länger auch tatsächlich als Botlane-Champion angezeigt. Jetzt hat Perks es gestern gezeigt. Was war dein Eindruck? Ja, hat sehr konfident gewirkt. Sie haben natürlich die Botlane auch im 2 gegen 2 gut ausgespielt, das muss man dazu sagen. Also da hat sich Hansa mal einfach ein bisschen zu weit rausgetraut. Dann wurde es auch gleich gepunished und der Killtrade war halt in keinem Fall worth für sie. Und dann ist die Lane halt so ein bisschen gesnowballt. Allgemein Yasuo ja auch dafür bekannt, dass er nicht unbedingt ein schlecht skalierender Champion ist. Man hat auch gemerkt, dass Perks so immer weiter ins Spiel reingekommen ist und irgendwann kam halt die, oh, da kommt ein Karthus um die Ecke, Autotech, Q, Autotech, zack, weg war er. Also wirklich komplett aus dem Leben gekrittet. Ist natürlich mit einem neuen Patch auch irgendwie so ein bisschen zu begründen, dass Yasuo halt noch ein bisschen besser dasteht durch die Crit-Items. Hat man gestern tatsächlich nicht so gemerkt, weil er halt nicht die neuen Items genutzt hat, sondern halt noch so ein bisschen auf die Oldschool-Items dort zurückgegriffen hat. Aber mit Statics und IEs hat er eigentlich wunderbar gefahren und letztendlich Yasuo Botlane ist eine Option, die ich auch heute nicht von der Hand weisen würde. Ja, wir würden noch einmal ganz kurz auf die Standings schauen, die sich jetzt quasi heute gebildet haben, beziehungsweise nach dem gestrigen Tag sieht es nämlich jetzt so aus. G2 Esports, wie gesagt, 9:0 hat jedes andere Team in der LEC bisher schlagen können. Schalke 04 hat sich durchgesetzt gestern Abend gegen Rogue, die weiter mit 0:9 ganz unten stehen. Schalke also daher mit 7:2 auf der 2, da Vitality gestern verloren hat, 6:3 auf der 3 und wir haben Origin tatsächlich, die ein bisschen am Climben sind aktuell und sich den vierten Platz mit Splice teilen. Dann sehen wir SK Gaming und die Misfits auf der 6 und für die Misfits sieht es tatsächlich sogar noch ein bisschen schlechter aus, weil sie jetzt sehr viele Spiele in Folge verloren haben und somit jetzt so ein bisschen bangen müssen, überhaupt noch diesen sechsten Platz halten zu können. Und auf der 8 sehen wir dann Fnatic, die gestern gegen Splice gewonnen haben und somit auch wieder einen sehr, sehr wichtigen Punkt holen konnten. Excel gestern auch mit einer Niederlage gegen, wie gesagt, Origin. Wir wollen uns aber auch über die Top-Teams noch weiter unterhalten und das sind tatsächlich Schalke und Vitality, die wir natürlich jetzt hier nochmal mit in die Diskussion mit reinbringen wollen. Vitality gestern verloren, sie haben eigentlich ja schon eine ziemliche Favoritenrolle, was die Top-3-Teams angeht, aber man merkt immer wieder, es kriselt hier und da mal ein bisschen. Was war der Grund, dass man gestern verloren hat? Ich will auch sagen, dass es teilweise an SK lag, einfach weil sie viel dominanter aufgetreten sind. Einfach die Synergy hat wieder gepasst. Wirklich ein sehr starkes Game von SK. Und ich denke, so die Gap closed sich ein bisschen zwischen Nummer 2 Team bis so Nummer 7. Okay. Generell die Tabelle ist da ziemlich close und jeder kann jeden besiegen. Deswegen ist auch die LEC momentan so spannend. Mhm. Und ich denke, Vitality sollte sich da keine Sorgen machen eigentlich. Sie sind ja immer noch sehr weit oben, müssen sich jetzt einfach fangen, was falsch gelaufen und dann einfach nächstes Mal besser machen. Ich würde direkt darauf eingehen, Scarface hätte das Wort spannend und LEC zusammen in einem Satz verwendet. Jetzt haben wir natürlich aber G2, rein äußerlich heißt es ja irgendwie, ja G2 macht ja sowieso alle platt, ist ja total langweilig. Ist es so langweilig oder ist es wirklich so spannend? Also dazu muss man natürlich auch sagen, dass ja nicht nur der erste Platz wichtig ist. Wir sind zum einen noch in der Frühlingssaison, das heißt für die kommenden Worlds ist halt noch gar nichts entschieden, so da kann man ein paar Punkte sammeln, aber es wird halt noch kein Platz jetzt hier in dieser Frühlingssaison festgemacht. Gleichzeitig hat G2 halt einen sehr eigenen Spielstil. Und das wird auf jeden Fall spannend bleiben, und zwar mit jedem größeren Patch, der kommt, um da zu gucken, wie entwickeln sie sich, wie passen sie sich weiter an. Und es ist natürlich für uns als Zuschauer auch spannend, nur die Meta, die sie spielen, zu verfolgen. Was jetzt das reine Ranking angeht,
ist es halt um den ersten Platz das Rennen eher nicht so spannend. Also da ist man sich mittlerweile, glaube ich, ziemlich im Klaren, dass es wahrscheinlich G2 werden wird. Mhm. Ist noch nicht sackdicht, ne? Aber wahrscheinlich wird es so kommen. Letztendlich geht es aber nicht nur darum, wer wird Erster, sondern auch wer wird Zweiter. Weil der zweite Platz hat halt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da ist das Rennen, genauso wie Scarface gesagt hat, da kann jeder noch so gut wie jeder den zweiten Platz machen. Theoretisch jeder, okay, wir haben jetzt Halbzeit. Theoretisch könnte Excel auch noch den ersten Platz machen, wenn jetzt wirklich alles perfekt in ihre Karten reinspielen würde, aber das wird eher nicht passieren. Ja, aber das ist tatsächlich auch ein guter Ansatz, denn Vitality wird jetzt gleich gegen Schalke antreten, beziehungsweise im dritten Spiel, im Top-Spiel des Tages auf jeden Fall. Und das ist natürlich jetzt ein wichtiger Schritt hier für Vitality nochmal anzugreifen. Schalke war gestern wieder ja, erfolgreich und konnte jetzt mit einem Punkt Vorsprung sich einen kleinen Puffer erarbeiten. Wie wird man jetzt heute gegen Schalke antreten auf Seiten von Vitality? Also das Gute ist halt, Vitality's Late Game ist besser als Schalkes. Man hat gesehen, gestern Schalke hat zwar sehr, sehr gut gespielt, aber dann war so ein Punkt, okay, 25. Minute erreicht, 30. Minute erreicht und jetzt wird es dann langsam, okay, was machen wir? Das Makro ist halt noch nicht so on point bei Schalke und bei Vitality wissen wir ja, die packen dann später auch nochmal einen Backdoor aus. Und deswegen würde ich sagen, wenn Schalke ahead kommt, heißt es noch nicht, dass sie das Game gewinnen. Wenn Schalke jetzt so spielt wie gestern, ist es eine klare Kiste für Vitality, dass sie da verlieren? Oder sagst du, nee, also da ist eigentlich alles drin in dieser Partie, deswegen stehen die auch da oben? Ich glaube, eine klare Kiste ist in keinem Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass Vitality's Late Game unbedingt Schalke's Late Game unbedingt schlechter ist. Ich finde, beide haben eigentlich ein sehr gutes Late Game. Bei Vitality waren es halt so diese individuellen Fehler gestern. Bei Schalke habe ich halt bloß das Gefühl, also um das, was du vielleicht auch aufgegriffen hast, mal so ein bisschen mit aufzunehmen, dass sie halt sehr slow spielen. Also dass sie halt wirklich super safe spielen. Also, sie wissen, sie sind halt super weit vorne, aber denken sich, ah, okay, komm, wir wollen jetzt nichts verkehrt machen, nicht, dass wir halt den Lead nochmal abgeben und so weiter und spielen dann halt sehr, sehr langsam und bauen halt auch diesen Lead halt sehr, sehr langsam weiter aus und versuchen dann halt irgendwann meistens halt Richtung Nasher dann zu kommen. Und das glaube ich, wirkt manchmal so ein bisschen, als ob ihr Makro nicht gut ist, weil sie sich, glaube ich, einfach nicht so viel trauen. Ist natürlich auch jetzt ein Team, was so ein bisschen neu zusammengestellt wurde, mittlerweile nicht mehr, wir haben jetzt die halbe Season vorbei, da findet man sich langsam so ein bisschen zusammen. Das, was ich bei Schalke wichtig finde und was für Vitality ein Pluspunkt ist, man muss gucken, wie Memento sich macht. Also Memento ist für mich einer der größten Schwachpunkte, die sie haben. Der halt viele Games hatte, wo er überhaupt nicht performen konnte, teilweise sogar schlecht performt hat. Ist jetzt die letzten zwei Tage nicht so schlimm gewesen. Also er entwickelt sich langsam ein bisschen positiver. Und wenn das so bleibt, sehe ich Schalke vielleicht ein bisschen vorne. Weil das ist, wenn der Schwachpunkt im Jungle noch ausgemerzt wird, dann finde ich, ist Schalke ein besseres Team als Vitality. Weil sie halt überall noch diese kleinen Fehler haben. Vitality, den muss einfach auf die Finger gehauen werden vom Coach und gesagt werden, da, sowas hier, so eine Solo-Aktion wollen wir nicht sehen. Ja, wir haben auch gestern viel über den neuen Patch gesprochen. Glaubst du, dass sich bei den beiden Teams im Draft schon vieles entscheiden wird? Ich meine, momentan ist es wirklich so, dass im Draft meistens die Games schon entschieden werden. Aber ich denke, beide Teams haben bisher gezeigt in den Drafts, die Draft normalerweise solid kommt. Und es sind auch zwei Teams mit verschiedenen Playstyles. Mhm. Ich würde sagen, Schalke ist der 9.3 halt ein bisschen besser für sie. Einfach weil sie eben diesen slowen Playstyle haben und halt ein Upset auf dem AD Carry. Und Vitality ist halt so ähnlich wie G2. Einfach Early-Game-Dominanz und da versuchen, das Game zu snowballen. Deswegen denke ich auch, dass Vitality eher für Early- bis Mid-Game-Drafts geht und Schalke dann eher für die Scaling-Draft geht. Ja. Wir haben jetzt gestern Yasuya auch immer wieder mal in der Pick-and-Ban-Phase gesehen. Perks hat ihn jetzt auf der Botlane durchgebracht. Wäre ein Upset auch so jemand, der das dann mal macht? Oder sehen wir das tatsächlich bei anderen auf der Botlane? Bei Fahne nicht. Also bei Upset kannst du davon ausgehen, wenn offen, wird es ein Ezreal werden. Das ist sein Signatur-Champion und vor allen Dingen ist es auch ein Safe-Champion. Wie gesagt, er ist halt genauso, Scarface hat das eigentlich ganz gut hervorgehoben. Ein sehr passiver Laner, so, er will ins Spiel reinkommen. Er ist halt eher so der Hyper-Carry-Dude. Vielleicht so ein bisschen mit Reckless zu vergleichen. So wie Reckless halt früher war. Aktuell ist er auch nicht so ganz auf der Höhe. Aber ja, er spielt halt gerne einfach diese AFK-Laner, die halt einfach nur farmen, farmen, farmen und irgendwann mit drei Items, da ballern die halt richtig durch in den Teamfights. Und da muss man sagen, Upset ist halt mechanisch ein sehr, sehr starker Spieler. Also wenn man in diesen Bereich reinkommt, im Late Game, wo er die Zügel in die Hand nehmen kann, dann stehen die Karten für Schalke meistens ziemlich gut. Ja, letzte Woche haben wir uns noch über die Misfits unterhalten als eines der Top-Teams, zumindest unter die Top 5. Momentan sind sie echt abgerutscht mit einer ziemlich krassen Niederlagenserie, jetzt tatsächlich ja, auf dem 7. Platz geteilt mit SK Gaming. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie weit rutscht man noch ab? Heute mal gegen Rogue, vielleicht ein schlagbarer Gegner, vielleicht auch mal wieder ein Positiverlebnis am Ende des Tages? Hoffe ich auf alle Fälle für Misfits, weil sie haben ja super stark gestartet. 4-0 und jetzt 5 Games in a row verloren. Das ist natürlich für die Team-Dynamic nicht so gut. Untereinander werden sie sich ein bisschen tilten wahrscheinlich. Mhm. Und wenn sie halt heute gegen das Team verlieren, das noch nicht gewonnen hat, dann wird es, glaube ich, noch schlimmer. Was glaubst du, hat Rogue eine Chance, heute diese geschwächten Misfits zu schlagen? Ja, Rogue hat immer eine Chance. Gerade wenn es jetzt gegen diese mittleren Teams geht, geht es ja auch dahingehend,
darum, dass das halt einige Teams mittlerweile Rogue vielleicht unterschätzen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es so ein kleines Meme ist. So, wer verliert als erstes gegen dieses Team so unter den Teams? Kann natürlich sein. Man muss so einen Sieg aber auf jeden Fall mitnehmen. Also für Misfits ist das jetzt eins der, so komisch es auch klingt, es ist ja eigentlich ein Win, den man kriegen sollte, aber es ist eins der wichtigsten Spiele für sie, weil wenn sie so ein Spiel verlieren, dann sieht es halt mit dem sechsten Platz, da Anschluss zu halten, etwas knifflig aus. Ist man jetzt nervös auf Seiten von Misfits wegen heute Abend, dass man jetzt gegen Rogue antreten muss und wie gesagt so viele Niederlagen im Rücken hat, oder geht man jetzt gestärkt in diese Partie und sagt, heute wird's was, heute holen wir uns den nächsten Punkt? Ich glaube beides. Also man denkt sich, okay, wir spielen gegen das schlechteste Team in der LEC, wir müssen gewinnen. Das heißt natürlich auch Pressure. Jedoch wissen die Spieler einfach, dass sie besser sind. Misfits hat ja gezeigt, sie sind ein gutes Team. Mhm. Und deswegen denke ich auch, dass sie gechillt bleiben werden und versuchen einfach ganz normal das Game schnell zu gewinnen. Ja, wir werden natürlich später darauf noch eingehen, wie das Ganze dann natürlich aussehen wird. Und im Laufe des Tages können wir natürlich auch schauen, wie sich die anderen Teams machen. Und den Anfang werden heute machen Fnatic gegen SK Gaming. Die haben auch den Split gestartet und das ist mit so einem kleinen, ja, Schluck aufgestartet damals. Wir erinnern uns vielleicht sogar, es war tatsächlich mit einem Remake verbunden. Man hat das Spiel zweimal spielen müssen, mehr oder weniger. Also nach, ich glaube, 15, 16 Minuten wurde das Spiel geremaked. Und da sah SK schon ziemlich stark aus, Fnatic da schon am Schwächeln und auch in der zweiten oder wiederholten Partie. Nachdem man sogar eine komplett neue Champ Select hatte, hat man dann auch tatsächlich verloren. Heute SK Gaming wieder gegen Fnatic und Fnatic jetzt ein bisschen stärker vielleicht als am Anfang. Will man sich jetzt hier heute rächen, Eis? Ist jetzt heute Tag der Abrechnung? Ziemlich sicher. Also für Fnatic war das halt ein sehr blöder Einstieg in die LCS. Vor allem, weil sie an einem Tag, wo sie ein Spiel eigentlich hätten spielen sollen, zwei Niederlagen kassiert haben, was halt schon mal nicht ganz so geil ist. Zu Recht muss man aber dazu sagen, Dreh- und Angelpunkt war am ersten Spieltag Selfmade, der halt wirklich außerordentlich aggressiv im Jungle gespielt hat und mit dieser Aggressivität auch vor allen Dingen Vipo punishen konnte, der halt sehr, sehr schnell aus dem Spiel zurückgefallen ist. Gleichzeitig die Botlane, die halt im 2 gegen 2 nicht so glänzend aussah. Alles so Sachen, die bei Fnatic jetzt gefühlt langsam wieder abnehmen, also sie werden langsam wieder ein bisschen stärker, aber ich sehe halt noch immer viele Schwächen bei ihnen und das ist natürlich was, wo SK angreifen kann und wahrscheinlich auch wird. In jedem Spiel, was SK gewonnen hat, war aber Selfmade tatsächlich auch Dreh- und Angelpunkt. Jetzt heute hat er die Chance, das zu wiederholen. Fnatic aber natürlich auch mit einer gewissen Taktik vielleicht heute vor Ort und natürlich auch in dem Wissen, dass sie, ja, ich will jetzt nicht gedemütigt sagen, aber sie waren ja schon ja, so ein bisschen in den Schatten, da sie als tatsächlich Vize-Weltmeister hier in dieser ersten Partie gegen SK Gaming gegangen sind. Da ist natürlich dann im Nachhinein auch zu erwarten gewesen, dass SK Gaming das ein bisschen lautstark nach außen trägt. Jetzt heute die Partie gegen Fnatic, wie geht's da aus? Es kommt ganz auf den Jungle an, denke ich. Weil bei SK ist ja wirklich, wie schon Eis gesagt hat, Selfmade, macht da das Spiel. Und bei Fnatic ist es tatsächlich meistens so, dass Broxa das Spiel nicht macht. Und wenn die beiden da aufeinandertreffen, denke ich sogar, dass Selfmade die Oberhand hat. Aber ich meine, Broxa, wir haben gesehen in den letzten Jahren, er ist ein insane Spieler. Und der muss einfach wieder, wenn er zurück auf seine Form kommt, dann hat der Selfmade normalerweise keine Chance. Du hast vorhin schon angesprochen, Reckless momentan nicht so in Form. Gestern wahrscheinlich wieder so ein Ansatz von Stärke zu sehen gewesen. Er hat auf jeden Fall rein statistisch hat er auf jeden Fall wieder eine gute Performance abgelegt. Ist er heute wieder Leistungsträger? Kann er heute auch dem Team weiterhelfen? Nemesis war ja auch nicht schlecht. Also im Endeffekt wird er wahrscheinlich wieder auf einen Scaling, Lane-Pushing, AD-Carry geparkt, was vollkommen okay ist. Das ist genau sein Stil. Es war schon immer sein Stil. Und sie müssen halt bloß daran arbeiten, dass sie die Lane nicht verlieren. Gestern, finde ich, hat es einen sehr, sehr potenten, sehr, sehr starken Eindruck gemacht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie halt viel Backup vom Jungler bekommen haben mit einem, und vom Top-Laner mit einem frühen TP auf die Botlane, was sie ein bisschen nach vorne gebracht hat. Sivir hat sich da aber als für ihn sehr gut herausgestellt. Ich denke auch, das wird ein Pick werden, auf den sich Fnatic heute verlassen könnte, wenn er denn offen bleibt. Und ich denke, das ist auch wieder was, wo man Reckless halt hindrücken kann. Weil wir hatten jetzt lange Zeit eine Meta, wo auch Mages und vor allen Dingen Early Bully AD Carries eine Rolle gespielt haben, was halt für Reckless überhaupt nicht so richtig funktioniert hat. Sie haben es halt zum Anfang der Season ja irgendwie viermal mit Lucian oder so probiert, aber haben die Lane halt even gespielt, was mit Lucian halt nicht der Fall sein sollte. So mit Lucian wolltest du da halt die Lane halt wirklich hart stompen und halt durchsnowballen. Und dementsprechend sind sie danach mal schnell zurückgefallen. Und jetzt, wo man sich halt nicht mehr auf diesen Lucian verlassen muss, wo man halt auch einfach mal wieder diese regulären Picks für Reckless picken kann, sehe ich da auch wieder bessere Karten für ihn. Gestern haben wir gesehen, Nemesis in der Mitte mit Lissandra gegen Cassiopeia, gegen Splice. Wie war so dein Eindruck? Du hast ja auch sogar vorher gesagt, ja, wird nicht so ganz einfach, Losing Matchup, mal gucken, wie es wird. Aber im Nachhinein hast du dich ja geäußert und gemeint, ja, also es war eine gute Attitüde, die er an den Tag gebracht hat. Ja, und das muss man jetzt, also da muss ich jetzt auch nochmal, ja, wir loben ihn die ganze Zeit, aber man muss ihn einfach mal hart loben. Nemesis ist so ein wichtiger Faktor für Fnatic. Er wird fast jedes Mal auf ein für ihn schlechtes Matchup gepackt
und kann trotzdem performen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das heißt ja wiederum, wenn er auf ein schlechtes Matchup gepickt wird, dass halt andere dadurch Vorteile bekommen, dass du zum Beispiel ein besseres Top-Lane-Matchup picken kannst, dass du ein besseres Bot-Lane-Matchup picken kannst. So, da ist Nemesis, finde ich, gerade ein sehr, sehr stabiles Bein, auf das ich Fnatic wirklich stützen kann. Heute gegen Wurlap muss Vipo sich wieder beweisen. Du hast ihn so ein bisschen kritisiert, glaube ich, die letzten Wochen. Wie siehst du jetzt seinen Status heute und wie wird er sich machen? Also ich denke, Toplane wird in diesem Spiel nicht so viel ausmachen. Wir haben gesehen, Wurlap spielt meistens Tanks, also Sion, Urgot, und das Gleiche gilt halt momentan für Bewippo. Vielleicht sehen wir einen Swain oder so. Aber ich denke, vor allem in diesem Match ist die Botlane sehr wichtig, weil Reckless und Cruncher, beide sehr starke AD-Carry-Spieler, beide spielen keine Mages, kein Yasuo. Und ich denke, Botlane werden wir wahrscheinlich Sivir, Jinx oder so sehen. Und man muss schauen, welcher AD-Carry kommt früher auf die drei Items. Mhm. Das Team gewinnt dann, würde ich sagen. Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten, meine Damen und Herren. Die erste Partie des zweiten oder der zweiten Hälfte des Summer Splits. Wir haben ja gar nicht Summer Split, wir haben Spring Split. So, die wird nämlich jetzt losgehen und SK Gaming wird antreten gegen Fnatic. Ja, das Rematch, das erste Rematch dieses Splits in der LEC. Jetzt also zwischen SK und Fnatic. Und in wenigen Augenblicken geht auch hoffentlich dann diese Champs Select los. Ja, wir können ja schon mal so ein bisschen drüber reden. Urgot gestern auch immer noch ein starker Pick gewesen. Wie Scarface eben schon angesprochen hat, für Wurlap war Sion halt ein ungewohnt starker Pick. Also stark nicht im Sinne, dass er ihn stark performt hat, aber dass er immer so sehr, sehr stark priorisiert wurde für SK. Ich bin, muss ich sagen, immer noch nicht der größte Fan davon, aber gut. Ja, vor allem nach dem Nerf ist Sion jetzt nicht mehr so dominant, vor allem in der Lane. Mhm. Man pickt ihn jetzt eigentlich, um zu überleben und dann später eben die Frontline zu sein. Wenn hier Urgot nicht gebannt wird von Fnatic, kann ich mir gut vorstellen, dass Wolf einfach auf Urgot spielt. Hier Urgot sein. Two-Trick gibt es ja viele von denen in der LEC. Ja, mit beide sehr solide Champs. Und sein muss halt auch ein bisschen aufpassen, dass nicht auf einmal so ein Swain gegen ihn gepickt wird. Ne? Ja. Für Vipo halt immer noch. Er hat ja so ein paar klassische Carry-Champions, die halt gegen Tanks ziemlich gut funktionieren in seinem Repertoire. Oh, Karthus First Pick. Ja, ziemlich sicher auch im Jungle. Also da brauchen wir nicht diskutieren auf der Lane. Aber Botlane könnte ich mir ab und zu noch einen Karthus vorstellen, muss ich sagen. Für die Midlane finde ich ihn nicht stark genug. Und Toplane hat er viel zu viele Schwächen, ist viel zu anfällig. Also hier zu, sagen wir mal, 95% wird es ein Jungle-Karthus sein. Ja, ich würde sogar sagen 100%, weil eben Crownshot und Reckless beide diesen Champion nicht spielen. Stimmt, ja, wenn man die jetzt noch mit reinzählt, ja. Ja, genau. Aber man weiß nicht, vielleicht Midlane-Karthus hat man ja auch in der LCS gesehen, in Amerika. Und ich denke, Pyrian könnte das schon packen, aber gegen Nemesis ist es natürlich relativ risky, vor allem wenn es jetzt so ein Blind Pick ist. Also, er hat halt zu viele Nachteile dafür, als dass die Vorteile es halt überwiegen würden damit Lane. Das ist so ein bisschen das Problem. Im Jungle hast du halt einfach so diesen starken Clear Speed und trotzdem halt noch immer das Duellpotenzial, weil der Q im 1 gegen 1 ist halt einfach, wenn du nur die Hälfte triffst, gefühlt gewinnst du halt trotzdem jedes 1v1. Ascaro ist schon ein widerwärtiger Champion. Ja, das Ganze jetzt entgegensetzt mit Urgot und Braum. Jo, jetzt kommt, denke ich mal, das Sein. Haben wir bisher immer als Antwort auf Urgot gesehen von Wurlap und von SK. Und vielleicht sollte man hier schon für den Support gehen. Immerhin sind sehr viele Supporter draußen. Naja, vor allen Dingen können wir auch überlegen, da auch der gute Reckless spielt hier und da mal ein Ezreal. Ezreal Braum ist eine starke Botlane. Vielleicht kann man da halt einen Riegel vorschieben. Na, Pyrian darf sich jetzt auch nochmal entscheiden. Der Sion, du hast ihn angesprochen, ist jetzt schon mal eingeloggt worden. Und somit kann man jetzt schauen, ob man den Support wirklich jetzt wählt oder ob man noch ein gewisses Risiko eingeht. Aber einige sind ja schon aus dem Fresh, wäre noch zu haben. Wurde ja auch sehr häufig gespielt. Morgana haben wir öfter mal gesehen. Und jetzt wird aber der Ezreal weggepickt. Ja, Ezreal finde ich einen ziemlich guten Pick hier. Generell Ezreal, einer der besten AD-Carries. Sehr guter Two-Item-Power-Spike. Passt auch gut mit Sion und Karthus zusammen. Die spiken jetzt alle ungefähr gleich. Das heißt, SK wird mit der Comp wahrscheinlich versuchen, early ein bisschen passiv zu spielen. Vielleicht dem Pyrian ein gutes Matchup geben und dann um die Midlane zu spielen und einfach zu scalen. Bin ich Freund von. Also Tristana ist noch immer relativ stark. Sie hat natürlich dieses kleine Problem, wenn du unter einen Turret gepusht wirst, fällt der Champion halt sehr schnell zurück, weil ein Turret-Farm ist für Tristana halt wirklich Pain in the Ass. Und ja, letztendlich weiß sie halt, dass sie eine Ezreal Lane hat. Dementsprechend ist die Laning Phase ein bisschen gechillter. Auch nicht so hart. Ja. Und da passt Tristana relativ gut rein. Also ich habe hier jetzt auch bloß so eine Art Hyper-Carry gesehen. Entweder eine Jinx wäre es wahrscheinlich geworden oder Tristana. Dementsprechend bin ich vollkommen zufrieden mit dem Pick. Finde ich es interessant, Fnatic band einige Champions, wo man vielleicht davon dran gedacht hätte, dass sie sie selber picken können. Jetzt sogar Pyke nochmal rausgenommen, wobei sie haben ja selber schon den Braum. Daher ist der eh sinnfrei fürs eigene Team. Elise wird jetzt nochmal tatsächlich gebannt. Gestern erfolgreich auf Jankos gesehen. Ne, Jankos müssen wir ja jetzt sagen. Ne? Ist ja tatsächlich sein Rufname.
Genau, also Fnatic wird hier für Support-Bans gehen einfach, weil sie Braum gepickt haben und der Gegner noch keinen Support hat. Wir sehen auch in der Draft sehr viele Supports gebannt. Karma, Rakan, Alistar, Pyke, wirklich sehr viele Supports draußen, Braum eben schon gepickt. Und da frage ich mich echt, was wird jetzt hier SK auf die Supportrolle schicken? Ja, ich wirklich hier angesprochen habe, Thresh. Also der wäre noch offen, funktioniert gegen Tristana auch relativ gut. Dadurch, dass du halt den Rocket Jump noch flayen kannst, wenn du schnell reagierst, muss man da als Tristana mal ein kleinen Ticken vorsichtiger sein. Das Ding mit Dreams ist aber, dass Dreams Melee-Champions, das heißt Braum, Alistar sind wirklich seine Favorite-Champs. Und alles außer das ist er nicht wirklich confident. Deswegen ist es eigentlich auch relativ nice, dass die jetzt da Ezreal gepickt haben. Das heißt, Botlane wird eigentlich eine relativ safe Lane sein. Jo. Außer so Alistar wäre auch quasi eine Option, die noch offen steht. Bei ja, Alistar ist ja gebannt. Also ist er gebannt? Wo ja, ist er? Ja. Ach, da ganz vorne, stimmt. Genau, ja, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Richtiger Target-Bann. Ja, dann wird es ja wirklich langsam richtig knapp. Ne? Du könntest theoretisch noch sowas wie Kragas nehmen. Wäre eine Option. Ja, gegen Braum treffen. Ist halt auch ja, das so halt. Nice. Aber was hast du noch für Optionen? Ne? Genau das ist es halt. Du könntest halt Fiddlesticks. Ja, du könntest halt wirklich noch auf einen Range-Carry-Support zurückgreifen. Das würde halt gegen Braum relativ gut funktionieren. Auch gegen Tristana Early auch nicht so viel Range. Aber es wird da Thresh. Ja. Ergibt auch Sinn. Ich hab's ja gesagt. Bin froh damit. Ja. Womit ich halt nicht so glücklich bin, ist der Lee Sin auf Broxah. Ich sehr viele Games gesehen haben, wo er als Lee Sin wirklich... Er war dabei. Also er war halt wirklich... Er hat das Spiel gespielt, aber wirklich viel Impact für sein Team hat er halt nicht bringen können. Und das ist halt sowas, was mir dann natürlich immer ein bisschen schwer im Magen liegt. Jetzt bitte counter doch diesen Midlaner, weil wenn Fnatic jetzt Syndra countert, haben die tatsächlich 3 Winning Lanes und Winning Jungle. Weil wenn jetzt Fnatic einen Midlaner pickt, der keine Pressure in Syndra rein hat, dann kann die Syndra das Game delayen. Wow, Kassadin, okay. Den hat er schon mal gezeigt. Bist du gegen wen? Gegen G2 war nicht so gut. Ja, aber das war auch gegen G2. Ja, also prinzipiell passt Kassadin hier eigentlich ganz gut rein. Ne? Er kann halt gut MR stacken. Es ist viel magischer Schaden mit drin bei SK. Er ist safe gegen Syndra. Wenn du jetzt im Early nicht gepunished wirst vor Kartus, wirst du ziemlich sicher nicht so hart gepunished. Mhm. Dementsprechend ist er eine solide Option. Also er gefällt mir schon gut. Sehr gut. Kassadin auch gegen Magic Damage Champion sehr gut. Und Fnatic's wird einfach um Topside spielen. Urgot hat ja Pressure in sein und dann mit Urgot und Lee Sin halt versuchen, Kassadin die Pressure zu geben. Botlane wird wahrscheinlich nur gefarmt, aber ich sehe jetzt, ich sehe in dem Game auf alle Fälle Fnatic's Comp besser. Ja, und ich hoffe, dass Broxah auch ein bisschen Gas gibt und da halt wirklich zwischen Midlane und Toplane die ganze Zeit aktiv wird. Ja, vielen lieben Dank für eure Einschätzung. Gas geben werden natürlich gleich auch unsere Kommentatoren. Vorhin noch ein kleiner Hinweis für euch. Wir haben natürlich einen wunderschönen Hashtag für euch eingerichtet und zwar der Hashtag LECGER oder kurz lecker. Ja, da könnt ihr gerne auch Fragen stellen zur Analyse zu den Teams der LEC oder warum Bart lange nicht beim Friseur war. Das könnt ihr natürlich da gerne alles eintragen. Ansonsten gerne auch über den Command Ausrufezeichen Rewards könnt ihr über lolesports.com unseren Stream schauen und Ingame-Belohnungen absahnen. Ich schicke euch jetzt unsere Kommentatoren. Das sind Pini und Bart mit Bart. Und Pini hat eine kleine Premiere hier in der LEC jetzt. Ein kleines Herzchen für ihn in den Chat. Und ansonsten viel Spaß mit der ersten Partie. Ja, danke Kalle. Na, auch wenn es eigentlich gar nicht so lange her ist, aber trotzdem, gute Überleitung. ich bin sehr gespannt, was wir in dem Spiel sehen werden, weil das war ja das erste Game, mit dem die EU-LCS bzw. LEC in diesem Split eröffnet wurde. Und da gab es einige Remakes. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, man hatte Anlaufschwierigkeiten, aber am Ende hat sich da SK von einer sehr guten Seite präsentiert, muss man sagen. Und da haben so die Probleme für Fnatic in diesem Split angefangen. Deswegen bin ich sehr gespannt zu sehen, wie man sich jetzt in diesem Rematch machen kann. Ob Fnatic halt, wie vorhin in der Analyse-Ecke angesprochen, sich wirklich nochmal steigern kann oder ob wir da praktisch das Gleiche nochmal erleben werden, nämlich ein sehr, sehr starkes, sehr Early-Game-fokussiertes SK. Auch wenn man... Also ich glaube, mit Syndra hast du gute Möglichkeiten. Wir kennen sie alle, wenn sie früh nach vorne kommt, snowboard sie ziemlich hart, auch wenn sie den Winterskin nicht dabei hat in diesem Game. Aber ich glaube, es wird nicht so leicht werden für SK, hier früh nach vorne zu kommen. Dem würde ich mich sicherlich anschließen. Gerade mit Broxah, schwierig aktuell mit Lee Sin. Hat auch gesagt in einem Interview, dass es natürlich für ihn schwer ist, wenn alle Lanes nicht laufen, irgendwo zu ganken und ein lohnenswertes Ziel zu finden. Ich glaube, das geht allen Jungle Mains so, wenn dann von überall kommt, Jungler, please gank. Schwierig. Ich denke, er hat aber noch das Potenzial von früher. Ja. Dann sollte da mit Lee Sin auf jeden Fall an die Worlds Ereignisse, sag ich mal, und an die Performance anknüpfen können, wenn er
wieder zu sich selbst findet. Weil da war er extrem stark. Dieses Thank you, Mr. Broxer-Meme kommt ja nicht von ungefähr. Da hat er mit Lee Sin auch einige Barons gestealt. Und Lee Sin, muss man sagen, auch gar nicht so schlecht gegen Katos, weil du halt die Möglichkeiten in der Theorie hast, schon am Anfang aggressiv gegen Selfmade hier vorzugehen. Ja, das wäre auch der Punkt, wo er einfach ansetzen sollte. Gerade weil Katos, klar, er möchte am Anfang oder eigentlich auch später noch die ganze Zeit nur farmen. Ja. Und den Hauptimpact zieht er sich eben über seine Ultimate. Aber du hast halt schon Möglichkeiten, ihn da anzugehen. Klar musst du trotzdem aufpassen. Ice hat das vorhin schon gesagt, gerade im 1 gegen 1. Wenn nur die Hälfte der Qs sitzt, hast du schon Probleme da mit dem Damage einfach anständig zu traden. Das heißt, da auch immer dann aufpassen. Ja, apropos anständig traden auf der Botlane, hat man sogar direkt den Flash von Crownshot bekommen. Und das hat ja Scarface eben auch schon angesprochen. Die Lane-Matchups sehen ziemlich gut aus für Fnatic. Na, Kassadin wird in der Mitte nicht die Sünder fertig machen in der Laning-Phase. Aber wenn er die übersteht, dann wird er später zu einem richtig großen Problem werden. Ja, Tristana ja auch früher so ein Signature-Champ gewesen für eben Reckless. Ja. Eine lange Zeit lang war sie ja so Tier-S-ADC. Da hat er sie, glaube ich, nur gespielt. Da muss Brox jetzt aufpassen, sogar der erste Stack hier für Selfmade, das ist schon mal sehr angenehm. Broxer kann das fighten, wenn er derjenige ist, der das Ganze eröffnet und Selfmade überrascht, weil dann hat er eine Menge Burst-Potenzial über Lee Sin, aber so auf die Art und Weise ist da wenig möglich. Flash-Q von Hylissan geht hier daneben, wir haben ihn gestern sehr aggressiv erlebt, hat gut funktioniert, jetzt muss man sich hier doch nochmal zurückziehen. Ja. Hatte doch Glück gehabt, dass er der Fresh-Hook nicht saß, ansonsten hätte er da deutlich mehr AP verloren. Man hat natürlich wieder den Vorteil, dass Reckless Heal dabei hat, als noch zweiter Combat Summoner Spell bei Fnatic. Und auf der Seite von SK hat man halt wie bei Ezreal inzwischen üblich Teleport dabei für das bessere Backport-Timing. Dadurch sollte man eigentlich bei Fnatic halt auch am Anfang aggressiv spielen können. Vor allen Dingen, weil Tristana ja einiges an Schaden mitbringt über die Bombe. Aber das Hauptproblem, was sie eigentlich hätte in der Lane, wäre halt, wenn sie reingepusht wird, weil dann ist es immer super unangenehm für dich, unter dem Turm zu farmen und du es einfach nicht anständig kannst mit diesem AOE-Schaden über die Auto-Attacks. Aber wenn du halt einfach am Drücker bist, die Lane reinpushen kannst, ist es definitiv ein angenehmes Matchup, gerade weil du eben so viel Schaden hast über die Bombe. Ja. Ja, gerade bei Reckless ist es natürlich wichtig, dass er erstmal eine entspannte Lane hat, weil er ist auch ein Spieler, ja, der erst später anfängt, so richtig zu voller Stärke zu kommen. Wir haben ja auch in den letzten Tagen gesehen, er fängt sich wieder so ein bisschen, hat ja eh häufig gute Stats, einfach weil er sehr sicher spielt. Aber ja, Fnatic hatte halt eine lange Durststrecke und arbeiten sich jetzt gerade wieder nach oben mit 3-6. Ist man dabei, ins Mittelfeld aufzuschließen. Wir sehen in der Midlane bei Nemesis hier Fleet Footwork, einfach für besseren Sustain, na auch für mehr Movement Speed, was natürlich auch ganz angenehm ist. Ist einfach nur gut für ihn, um hier am Anfang durchzuhalten, weil nichts anderes willst du. Du willst einfach nur die Laning Phase überstehen und dann deine Items kommen. Gibt auch sonst nicht so viele Optionen, die du halt wirklich bei ihm spielen könntest. Ja. Das ist das große Problem. Gerade Electrocute oder so profitierst du halt kaum von. Auch eine Airy würde sich halt nicht wirklich lohnen, weil du sie nur über die Q ausnutzt. Und da einfach der Sustain deutlich wichtiger. Deswegen hat er auch mit Durans Schild angefangen, hat sich jetzt noch hier den das dunkle Siegel geholt, den Ring geholt, um sie alle zu knechten. Auch wenn er keine Potion hat, mit der er sich hier stärker heilen würde, hilft ihm natürlich trotzdem, wenn er Kills bekommt. Bei Kassadin ist sogar sowas wie ein Mage Eyes. Ein Item, was wir häufiger sehen könnten. Ja. Einfach weil der Champion hat durchaus eskaliert im Late Game. Ja, auf der anderen Seite, unten auf der Botlane hat sich Ezreal als erstes für den Glanz entschieden, einfach um damage-technisch mithalten zu können. Du hattest es schon angesprochen, Tristana ja, macht ihm da am Anfang Probleme, gerade über den höheren Schaden mit der Bombe. Das heißt, da auch erstmal die richtige Entscheidung. Wird vermutlich auch das Iceborne Gauntlet werden, um halt da später wegzukiten. Und weil halt auch sehr, sehr viel AD-Schaden eben bei Fnatic vorhanden ist. Ja. Ja, vor allen Dingen hast du mit der zweiten Trainerin halt nochmal mehr Mana, was du verwertest. Ist halt einfach ganz angenehm. Ne? Die Variante ist halt auch in der Theorie so aufgestellt, dass sie allein auf der Botlane bleiben kann und Thresh aktiver roam kann. Ezreal ist ja ein sehr sicherer AD-Carry. Dadurch, dass Tristana aber auch sehr mobil ist mit dem Jump und auch Hylissan mit Braum gefährlich werden kann für Ezreal, denke ich, wird man hier mit Thresh fürs Erste auf der Lane bleiben. Ah, der Hook auf die Krabbe. Ah, das ist auch wichtig, dass er ihm hier hilft, weil Kratos selber eben die Probleme hat bei der Krabbe. Du musst sie ja ein Stück weit CC'en, damit sie eben diesen Damage bekommt, damit der Schild von ihr runterdroppt. Ja, und wenn Thresh da einfach kurz, dadurch, dass er eben gerade die Lane-Pressure hat, mal eben nachhilft. Oh, jetzt muss man aber aufpassen auf der Botlane. Teleport kommt ja auch direkt von Fnatic. Vippo auf dem Weg, der hook nochmal, aber der wird nicht genügend Zeit rausholen. Das ist so das First Blood. Die Frage ist für wen? Reckless
mit den ersten Kill. Und Bipo holt sich direkt den zweiten hinterher. Für ihn auf jeden Fall ein lohnenswerter Teleport, auch wenn Cyan jetzt einiges an Top-Lane-Tower-Damage anrichten kann. Man kann den Drachen hier direkt noch mitnehmen. Und das ist gut von Fnatic und auch für sie natürlich, wenn sie hier schon früh nach vorne kommen. Und Tristana, wir sehen es gerade mit Braum zusammen, gerade mit dem Demolish, macht man hier mit dem Tower einen kurzen Prozess. Top-Lane ein Plating bekommen, Bot-Lane ein Plating bekommen. Das ist gerade vollkommen fein. Ja. Für Fnatic auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja, den Trade kannst du eben auch nehmen mit dem TP, weil du halt oben eben nur diesen Cyan hast. Der wird jetzt nicht die Platings da einreißen innerhalb von wenigen Sekunden. Hier sehen wir auch das Ganze nochmal. Sie sind halt sehr, sehr weit reingepusht. Klar, ich hatte schon angesprochen, es ist unangenehm für einen Tristana, weil sie da nicht so gut farmen kann. Deswegen gut eigentlich für die Lane von SK, aber du musst halt aufpassen. Sobald der Gank da kommt, sobald auch das TP kommt, kannst du da halt nichts mehr tun. Und die haben sich sauber runtergespielt, den CC an Mann gebracht, ja, und die Urgot Ultimate genutzt. Und damit bringt man auch Urgot nach vorne und wir haben auch gestern schon gesehen, was sein Urgot anstellen kann, wenn er irgendwie nach vorne kommt. Hat jetzt auch Ignite dabei, darauf wechselt man einfach häufig mit dem Spellbook. Hat in der Lane dadurch nochmal mehr Möglichkeiten, den Gegner unter Druck zu setzen und zu bedrohen. So auch hier gegen Wurlip, der sich als erstes entscheidet, wieder mit Bummies Glut zu arbeiten. Gibt er so ein bisschen mehr Waveclear, ein bisschen mehr Push-Potenzial. Und Sunfire Cape ist eh ein sehr gutes Item für den Cyan, auch wenn wir hier wahrscheinlich noch recht schnell sowas wie Righteous Glory sehen werden. Zumal Cyan ja auch, dadurch, dass er halt über die W HP generieren kann, trotzdem den niedrigsten Grundwert an HP hat aller Champions. Das heißt, da einfach HP noch dazu zu kaufen, ist sehr, sehr angenehm. Du hast einen hohen Base-Schaden, das heißt, da kannst du auch von profitieren. Und wie du schon gerade gesagt hast, der Waveclear macht es dann auch einfach aus. Zumal das Item ja dann auch günstiger geworden ist in den letzten Patches. Ja, wir haben früher häufig die Variante mit der Höllenmaske gesehen. Gegen Urgot hilft dir es aber leider halt gar nicht, weil du die Magieresistenz dann nicht wirklich nutzen kannst. Ne? Es wäre hier einfach kein gutes Start-Item gewesen. Man hat einen 10er Farmvorsprung durch den einen Kill und vor allem durch Kall ist Bipo hier aber sehr gut aufgestellt. Der Botlane versucht Selfmade jetzt zumindest ein bisschen Vision aufzubauen, dass man besser mit dem Desync klarkommt. Und ein Blubber 4 zu snacken wäre für ihn natürlich sehr angenehm, gerade weil man seinen an Pyrian abgetreten hat. Ja, und damit hier der Blubber geklaut worden. Und Selfmade mit dem Blubber. Wird jetzt weiterhin ordentlich spammen können. Lee Sin braucht den glücklicherweise nicht so sehr. Nee. Aber trotzdem unangenehm, dass der Karthus hier nochmal die Cooldown Reduction und vor allem Mana-Regeneration bekommt. Ja, früher, also es gibt ja immer noch die Energieregeneration, aber mittlerweile, es gab ja vor ewigen Zeiten mal einen Change bei Lee Sin, dass er durch seinen Auto-Attacks deutlich mehr Energie wieder bekommt, ist der Blue Buff wirklich nicht mehr relevant. Kommst du auf jeden Fall auch ohne aus. Selbst wenn es natürlich unangenehm ist. Ne? Selfmade hier bisher auch noch ohne Ulti unterwegs, also hat nicht geultet in diesem Game. Würde aber demnächst noch kommen. Wenn hier irgendjemand zu low droppt, wenn hier irgendjemand zu viel Leben verliert, dann muss man damit rechnen, dass Selfmade zumindest für den Dark Harvest Deck ultet. Broxa, oh, da hat man direkt den Flash gekriegt. Kommt aber trotzdem hinterher. Kommt man hier mit dem Kick ran? Ja, Broxa mit dem Last Hit muss jetzt nur noch ordentlich ausweichen und das kriegt er hier ohne Probleme hin. Damit der dritte Kill in diesem Game für Fnatic und Broxa mal wieder mit einer Solo-Aktion. Scheint also auch seit gestern nochmal ordentlich aufgeblüht zu sein. Das sieht so aus, als würde man zur Viert hier Richtung Botlane gehen wollen. Ich glaube, man entscheidet sich dagegen. Ja, aber trotzdem unangenehm jetzt für die Botlane. Du hast halt so viel Druck aus der Lane genommen, bist jetzt selber reingepusht und auch ärgerlich, gerade jetzt für Selfmade, dass er eben das Camp nicht noch clearen konnte mit seiner Passiven. Replay. Ja, da. Er hat zwar den Blue Buff, aber es reicht trotzdem nicht. Vor allem der Flash. Einfach, ja, der wenn, Flash. Wenn der Flash da über die Wand geht, dann kommt er da wahrscheinlich raus, aber so war das ein Kill auf dem Präsentierteller für Broxa. Ja, und der hat sich damit sogar seinen Buff wieder zurückgeholt. Das war die Rache. Die Rache des Broxa. Na? Broxa kehrt zurück. Mal sehen, ob das reichen wird, aber bisher spielt sich Fnatic gut ins Game und ihr Scaling ist natürlich auch sehr gut, gerade auf den Carry-Positionen. Lee Sin, na, wir wissen es alle, später eher ein Ult-Bot, aber Kassadin und Tristana, die tun extrem weh und das auf der Top-Lane wird ja auch weh tun, es will mit der Rotation und der Kill, der wird hier an den Jungler gehen. Selfmade gönnt sich da direkt nochmal den Last-Hit auf den Urgot. Ja, und das ist halt die große Stärke von einem Karthus. Er ist halt global praktisch immer anwesend über die Ulti, auch wenn man ihn hier nicht gebraucht hätte. Aber die erste Ultimate, der erste Kill. Damit auch nochmal zwei Stacks auf dem dunklen Siegel.
Oh, man hat das auch mit der Ezreal-Rotation ganz gut gemacht, dass man da jetzt einfach nach oben gegangen ist. Man kann sich den Herald einnehmen. Ich hoffe, der wird hier auch relativ früh eingesetzt werden. Das ist nämlich etwas, was wir eher in der LCK häufiger sehen, dass die Teams da einfach deutlich schneller sind, was diesen Herald angeht. Und ich glaube, NA ist mit so die langsamste Region, was das Ganze angeht. Die sparen sich den teilweise auf bis in die 18. Minute und bekommen dann häufig nicht mal was da draus. Das heißt, da einfach auch wichtig, diesen Herald auch wirklich effektiv einzusetzen. Und ansonsten hast du 250 Gold mitgenommen, aber das ist eben nicht das, was du möchtest. Und du möchtest darüber halt auch Playdings droppen. Ja, und den First Blood Tower kriegen im besten Fall. Also das Potenzial von einem Herald ist sehr hoch. Die Frage ist wirklich immer nur, wie man es schafft, das Ganze umzusetzen. Die Rotation von SK, wie du schon gesagt hast, stark, weil man damit nicht nur den Urgot überraschen konnte, sondern auch direkt den Druck auf den Herald hatte. Da hätte Fnatic vielleicht etwas schneller sein können. Haben ja eigentlich auf der Botlane gute Vorarbeit geleistet. Aber vielleicht war ihnen da der Drache noch wichtiger. Jetzt ist man auf jeden Fall gezwungen gewesen, hinterher zu rotieren. Und der Top Lane Tower hat schon einiges an Schaden abbekommen. Mit dem sehr guten Matchup bisher für Fnatic sollte man es auch weiterhin schaffen, da die Platings einzureißen. Und wir sehen schon Boxer auf dem Weg. Die Botlane von SK braucht sehr lange, um wieder hochzukommen. Ja. Jetzt das Ärgerliche für Ezreal. Dadurch, dass seine Ultimate ja mal verändert wurde, kann er das Ganze jetzt nicht einfach Wave clearen damit. Er versucht es natürlich trotzdem, aber es geht auch einfach ins Braum-Schild rein. Also... Na, den First Blood Tower wird man ja auch ohne Herald bekommen auf Seiten von Fnatic. Die leisten hier gute Arbeit. Schon mal weiter ran. Top Lane Tower hat nur noch ein Lebensfragment. Jetzt versucht man in der Mitte Druck auszuüben, aber das sollte Nemesis eigentlich verteidigen können, wenn ihr keine zu großen Fehler macht. Scatter the Weak, da muss man aufpassen. Silence kommt durch und mit der Ult kommt man auf genügend Abstand, um nicht getötet zu werden von Pyrrhin. Jetzt kommt Broxa dazu. Der Tower kassiert aber einiges an Damage und das hätte man deutlich besser verteidigen können. Gerade, wenn man da nicht gestunt worden wäre. Der Tower wird nicht fallen. Und man nimmt da einiges an Schaden entgegen. Uiui. Ah, Broxa knapp gewesen. Aber der Tower steht. Und das ist gerade das Wichtigste, weil eigentlich will Fnatic ja das First Blood Tower wollte. Ah, ärgerlich, dass Boxer da gerade so oft getroffen wurde. Jetzt muss Crownshot hier sogar aufpassen. Aber es ist halt Ezreal. Reckless direkt mit der Ultimate, um Crownshot da wegzukicken im besten Fall. Aber der hat rechtzeitig mit seinem Blink, mit dem Arcane Shift reagiert. Und wurde dadurch nicht noch weiter vom Tower weggehauen. Hat ein kleines Zeitfenster, in dem man das machen kann. Man kriegt den Drachen. Also SK ist auf jeden Fall nicht untätig. Und wir sehen schon wieder Safe Maiden, sehr aktiver Jungler, der versucht, so viele Objectives wie möglich mitzunehmen. Da hätte schon den Ausgleich, was die Meeresdache angeht, für sein Team rausholen können. Den First Blood Tower bekommt hier aber trotzdem Fnatic. Na, ärgerlich für Whirlip jetzt, dass er das letzte Plating da unten nicht mehr bekommen hat. Das Gold wäre natürlich nochmal ganz nett gewesen für ihn, gerade weil seine Items so günstig sind und er mit sehr, sehr wenig Items schon einen großen Impact haben kann. Und schon wieder baitet man hier Vipo so ein bisschen rein. Wir haben ja vorhin gehört, er spielt eigentlich gerne aggressiv, aber in letzter Zeit zu aggressiv. Und das versucht hier gerade SK auszunutzen. Glücklicherweise kommt er diesmal davon, kostet ihn allerdings seinen Flash und damit auch wieder ein bisschen Druck in der Lane. Ja. Muss jetzt gucken, dass er noch mal gegankt wird. Er dasht da immer ein bisschen zu spät, ja, weil er trotzdem noch genockt wird, ist an der Stelle okay. Im 1 gegen 1 sollte sich da niemand töten können, aber mit Safe die Cyan Ultimate. Eieiei, der ist down. Da kommt der Reckless nochmal dazu, aber... Das wird nicht reichen. Hühnigsang auch noch auf dem Weg. Broxer jetzt auch nochmal. Da hätte man was machen können. Aber Vipo war wieder zu früh drin. Ja. Wir haben ja gesehen, wie viel Schaden ihm der Sion aktuell macht. Einfach dadurch, dass man Sunfire Cape hat, also den Sonnenfeuerumhang, unter dem Base-Schaden, der halt alles andere als schlecht ist von Cyan. Ja, und er ja selber mit dem Black Cleaver als erstes Item zwar HP hat und auch Schaden, aber halt selber keine Resistenzen. Ja, der Schaden reicht einfach aus und da hätte er auch respektieren müssen. Also man brauchte noch nicht mal die Cyan Ultimate, aber sie wäre ja trotzdem noch da gewesen. Ja. Und dann da so weit nach vorne zu gehen, war sicherlich nicht die beste Entscheidung. Vipo jetzt auch mit Heal. Er hat natürlich auch Möglichkeiten, im 1 gegen 1 zu gewinnen. Über die Ulti darf man nicht unterschätzen. 25% des Lebens einfach so wegzuschreddern im wahrsten Sinne des Wortes sind schon nicht verkehrt. Aber da hat man sich wieder ein, zwei Fehler erlaubt, die nicht hätten sein müssen. Wir sehen schon im Jungle einen ziemlich großen Vorsprung für Katos, 600 Gold ungefähr. Das ist sehr angenehm, gerade wenn man bedenkt, dass er jetzt 4 Stacks auf dem dunklen Siegel hat durch seine 2 Kills. Also SK gibt genau die Ressourcen an den richtigen hier. Ja, hat auch den Vorteil ja mit dem Jungle-Item. Das Loons ist ein bisschen teurer, daran kommt er eben etwas schneller ran. Hier zusammen mit den Sorcery Boots auch einen ganz, ganz anständigen Damage. Sehen wir die ganze Aktion nochmal auf der Botlane. Ja, die Buch hier einfach viel zu aggressiv.
Also da brauchte man, wie gesagt, noch nicht mal die Saiyan Ultimate. Gut, er versucht dann zu chargen, aber Selfmade alleine reicht halt vom Schaden schon komplett aus, um ihn auseinanderzunehmen. Er hat auch zu dem Zeitpunkt nicht mal die Mercuries. Ja, und dann ist es einfach zu spät, als dass man da noch was versuchen könnte auf Seiten von Fnatic. Das hat man etwas falsch eingeschätzt. Ja. Also ich glaube, es war wirklich eher so ein Bait-Versuch von ihm, weil man wusste, dass das eigene Team kommt. Aber da war dann SK einfach zur Stelle. Wir wussten, was man hier gerade ausnutzen kann. Man hat hier wieder die Lanes gewechselt, hat den Top-Lane-Tower abgegeben. Ist an der Stelle zu verkraften, weil man den First-Tower bekommen hat. Aber Fnatic liegt goldmäßig gerade nur gleich auf. Die Frage ist, für wen es am Ende besser aussieht. Und da muss ich immer noch sagen, sehe ich die Kombo von Fnatic halt einfach als Stärke an. Ja. Das auf jeden Fall. Wenn der Katus jetzt nicht Fullbild ist und die Tristana über Ult One-Shot. Aber das sollte im besten Fall nicht passieren. Nee, bisher können sie sich auch ganz gut halten. Haben erst einen Turm verloren. Ebenfalls einen bekommen. Na, jetzt verlieren sie den zweiten. Das sollen wir nicht mehr wirklich verteilen können. Gerade bei Kassadin ist ja so ein Problem. Er möchte eigentlich erst Level 16 erreichen und dann auch ein bestimmtes Item-Bild. Man sieht, Roll of the Ages ist jetzt nicht das stärkste Item in dem Moment, wo du es kaufst, sondern erst die 10 Minuten danach, wo du dann wirklich über die Stats kommst. Und dadurch hat er hier jetzt auch noch gerade noch nicht wirklich viel Impact. Vor allem ist der Wave-Clear natürlich nicht so geil, ne? Musst halt immer reinspringen jetzt, Kassadin. Du kannst nicht, wenn 4 Gegner in deinem Tower stehen oder 3, einfach so reinspringen, um die Wave zu clearen. Deshalb hat man hier den Tower verloren. Das ist bitter. Du möchtest nicht deinen Midlane-Tower aufgeben, gerade nicht so früh. Aber man muss jetzt damit arbeiten. Und es sieht so aus, als könnte Fnatic hier das Ganze trotzdem halten. Das ist ja das Wichtigste. Durchhalten, bis die eigenen Carries wirklich stark sind. Ja. Ezreal entscheidet sich ja auch direkt für das Double-Tier-Item-Bild, also innerhalb der ersten 3 Items. Passt auch gerade sehr, sehr gut, weil man sieht bei den Gegnern kaum Resistenzen vorhanden. Das heißt, du profitierst halt nicht nur von dem AD-Scaling, sondern auch noch von dem AP-Scaling gleichzeitig. Hier sind nicht viele Tanks, das heißt, er braucht das Borg eigentlich nicht. Und damit hast du natürlich einen enormen Teamfight-Schaden. Reckless hier unten. Lauert hier wieder, aber da kann man nicht einfach so engagen. Man hat auch zu wenig Vision gerade im Gegner-Jungle. Ja. Gut, dass man nochmal einen Tower bekommt, man wird den eigenen hier aber auch innerhalb kürzester Zeit verlieren. Hylissang will wieder aggressiv reingehen oder er versucht einfach nur Zeit rauszuholen. Er kann ja immer noch zum eigenen Team springen, was man hier auch macht mit dem Guardian. Ja, das sah nicht hundertprozentig koordiniert aus, muss man sagen. Aber hat gereicht, um wegzukommen und den Botlane-Tower wird man so oder so verlieren. Ob man sich jetzt nun zurückzieht oder ob man da geblieben wäre. Ja, aber hat natürlich Zeit gekostet. Eigentlich wollte man sich einfach nur zurückziehen. Das war keine Falle, die man da aufgestellt hatte. Dann musste man auch die Braum-Ultimate ziehen. Verliert jetzt wieder den Drachen dadurch auch. Und wie du halt eben gerade schon gesagt hast, den Turm. Glücklicherweise nur Meeresdrachen, die man hier abgeben muss. Ja, was man bei der Kombo von SK nicht vergessen darf, ist, sie haben halt sehr viel Möglichkeit, um einzelne Ziele rauszunehmen. Ja. Also wenn die Syndra-Ult vorbereitet wird mit ein, zwei Bällen und sie geht halt auf Tristana, dann ist Tristana auf, sagen wir mal, gut 30% des Lebens und dann kommt einfach die Katus-Ult und du hast safe einen Kill. Also das wird später, wenn da noch ein paar Items bei Katus und Syndra vorhanden sind, sehr schmerzhaft, obwohl ja die Double Penetration mit dem Boots und dem Obsidian Orb schon alles andere als angenehm wird. Ja. Perion bereitet gerade auch vor. Ja, bei Syndra ist ja jetzt auch deutlich wichtiger geworden, dass du eben viele Kugeln hast. Früher war es auf gut Glück mal die Ultimate reinhalten, wenn du ein paar Kugeln hattest. Jetzt kommt es wirklich darauf an, dass du immer auf dieser Max-Anzahl von Kugeln bist, weil der Schaden jeder einzelnen Kugel wurde erhöht, aber dafür kannst du eben nicht mehr so viele Kugeln platzieren. Auch ein sehr, sehr wichtiger Change, weil früher war Syndra ein bisschen zu einfach zu spielen teilweise. Ja, aber die guten alten Air-Champions, ja, die wirklich gefühlt nichts mehr brauchten als die Ultimate-Taste. Katus ist einer davon, der dadurch glänzt, dass er einfach sehr sicheren Schaden an den Gegnern anbringt. Wir haben auch gesehen, wie man ihn effektiv aus dem Spiel praktisch raushalten kann. Ja, wir haben gesehen, was er nur an Schaden anrichtet, wenn er nicht gut ins Game kommt. In der Mitte schöner Stun von Pyrion hier gerade. Hat dadurch auf jeden Fall nochmal das Ganze überlebt, vor allem auch Dreams zur Stelle. Mit einem guten Thresh muss man sagen bisher. Natürlich spielt er eigentlich lieber Melee-Supporter, aber Thresh ist halt einfach immer ein guter Charakter. So. Ja. Er hat halt viele Champions, mit denen er gut zusammen funktioniert. Und er hat immer diese Möglichkeit, ein Ziel zu fokussieren. Ah, dadurch, dass man sich ja auch eben gerade mit dem Jungler und dem ADC auf der Topside gezeigt hat, konnte sich Reckless hier jetzt einfach den Red Buff mitnehmen. Oh, aber ich sagen. Ah, Teleport kommt. Fnatic will da auf jeden Fall mehr, aber auch SK zieht direkt nach.
Wurlip auf dem Weg, er hat sein Ultimate noch ready, Boxer wird hier schon wieder ein bisschen gepokt, Vippo versucht außen rum zu laufen, nicht geslowt zu werden, will da auf jeden Fall rein an die Syndra, Crownshot, kommt hier aber auf jeden Fall nochmal davon. Na, Ezreal wäre das beste Ziel gewesen. Also ich finde, Syndra auszunehmen ist ganz gut, wenn es Urgot am Anfang direkt schafft, dass sie nicht dieses Ult-Potenzial mitbringt. Ansonsten der Fokus wie hier auf Crownshot, auf Ezreal, auch eine sehr gute Entscheidung, wobei Ezreal halt immer diesen Blink hat. Also an Ezreal ranzukommen als Urgot nur mit Movement Speed ist sehr schwierig. Es ist hinter den Gegnern. Ich frage jetzt, ob er jetzt schon so gut flanken kann als Kassadin. Da fehlt eigentlich noch ein bisschen was. Geht auf jeden Fall über die Wand. Der Hook trifft nicht. Das ist wichtig hier, dass er da nicht gecatcht wird. Scatter the Weak, um Follow-up von Fnatic zu verhindern. Jetzt Nemesis ist schon wieder auf dem Weg Richtung Top-Lane. Die Box von Thresh bekommt man trotzdem. Ah, da war ein bisschen zu schnell an der Ult-Taste. Hat halt gehofft, dass er seinen Snare erreicht. Bisher macht das SK wirklich gut, hält die Gegner halt immer wieder mit den Stunts und Pyrian auf Abstand. Dazu gerade zwei Leute CC'd und damit bekommt man hier den Tier 2 Tower in der Mitte. Also SK wieder auf einem guten Weg, das Spiel an sich zu reißen. Auch wenn das Game nie wirklich in den Händen eines Teams liegt bisher. Wir haben keinen großen Goldunterschied bisher, aber wir haben schon so Momente gehabt, wo die jeweiligen Teams den Ton angegeben haben. Am Anfang Fnatic, das aggressivere Team, was halt mehr versucht hat, auf die Plays zu gehen. Jetzt inzwischen ist es SK, gegen die man halt nicht so richtig gegenhalten kann. Aber ja, wie du schon meintest, Kassadin wird stärker werden und dann wird es halt deutlich schwerer. Ja, man hat es eben gerade schon gesehen, es hat schon gereicht halt, um so ein bisschen zu ärgern, aber es reicht halt eben nicht, um wirklich da eine große Gefahr zu sein. Und zudem muss er halt auch aktuell einfach noch aufpassen, dass er halt wirklich seine Ultimate gut timet, weil diese Cooldown ist wirklich erst gering, wenn er halt eben auch Cooldown Reduction zur Verfügung hat. Und zusätzlich halt auch wirklich dieser Max-Punkt in der Ultimate drin. Pyrian holt sich wieder den Buff. Ezreal Ultimate einfach nur, um etwas besser pushen zu können. Ja, die Ult ist gegen Vasall nicht mehr so stark, aber du kannst sie ja recht schnell wiederbekommen, wenn du die ganze Zeit deine Q spammst. Ja. Insofern ist das okay. Und die Magic Damage Verwertung ist natürlich auch inzwischen sehr hoch. Und du willst dir jetzt mit der zweiten Träne vielleicht noch mehr Schaden anrichten. Oh, das ist bitter. Da muss Vivo aufpassen. Sollte drüber nachdenken, eventuell noch etwas Magieresistenz in sein Itembild einfließen zu lassen. Hilft halt gegen die Masse an Magic Damage bei SK auf jeden Fall. Ja. Wir sehen es auch schon bei Broxah, der hat da eben schon adaptiert. Aber kriegt halt immer noch super viel Schaden, gerade auch durch diesen geteilten Damage von Ezreal. Du hast halt Syndra, Karthus und den geteilten Schaden von Ezreal. Sehr, sehr viel magischer Schaden. In der Zeit sehen wir auch Nemesis, der hat auch eine Menge Magic Damage, versucht damit jetzt die Waves zu clearen und immer weiter zu pushen. SK kümmert sich um den Drachen. Den Drachen abzugeben ist jetzt bitter. Ja. Die Meeresdrachen kann man noch verkraften, die sind im späten Spielverlauf nicht mehr ganz so wichtig. Aber ein Höllendrachen, gerade gegen so Charaktere wie ein Karthus, ne, die mit so hohen Schadenswerten arbeiten, eieiei, das wird wehtun. Ja, man hat ja auch nichts dafür bekommen. Also, ja. Du hast ja einfach nur Reckless, der sich zurückgezogen hat, zurückgeportet. Aber man sieht halt auch, SK formiert sich hier die ganze Zeit zu 5. Fnatic auch so ein bisschen Respekt davor, eben diesen Teamfight jetzt gerade noch zu nehmen, dadurch, dass Kassadin noch nicht wirklich so im Spiel ist. Tristana jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo sie schon ordentlich Damage austeilen kann, gerade mit diesem Static Sprock und der erhöhten Range. Nur er muss halt auch seinen Weg in den Teamfight reinfinden. Drei Items auf Reckless sind schon mal sehr stark. Drei Item Power Spike ist immer gerne gesehen, gerade bei den Crit-Items. Aktuell. Synergien ja inzwischen wieder wunderbar miteinander. Auf der anderen Seite Ezreal auch drei komplette Items. Er hat jetzt sogar noch ein vampirisches Scepter dabei. Ich kann mir vorstellen, dass wir trotzdem das Entermesser bzw. die Klinge des gestürzten Königs bei ihm sehen werden bei dem Itembild. Baut man einfach immer sehr gerne dazu. Wir haben auch schon häufig gesehen, dass sowas wie BS-Sword oder so einfach dazugeholt wird, um noch mehr diesen Poke-Damage praktisch zu haben. Ja, vor allem ist halt auch das, der flinke Krummsäbel macht hier gerade nicht so viel Sinn bei ihm. So, was möchte er cleansen? Höchstens halt die Passive von Braum. Ja. Aber in der Regel, wenn er gut spielt, sollte er sich davon gar nicht erst treffen lassen. Das heißt, so viele Möglichkeiten gibt es hier aus dem vampirischen Zepter gar nicht für ihn. Mal sehen, wofür er sich entscheiden wird. Man hat natürlich nicht den konstantesten Schaden, außer halt über Karthus. Alles gut. Ja. Aber um so jemanden wie Vipo rauszunehmen oder auch gegen Hylissan klarzukommen, könnte man wirklich überlegen, die Klinge des gestürzten Königs zu nehmen. Also Blade of the Ruined King für alle Leute, die das Game auf Englisch spielen. Fnatic versucht jetzt wieder Vision aufzubauen. Um den Baron herum. Einfach um da im besten Fall
wenn man einen Gegner catchen kann, direkt hinzurotieren und dann den Baron mitzunehmen, weil der wird jetzt wichtig. Ich denke, Fnatic hat zwar ein gutes Scaling, aber sie werden sich erst trauen, wirklich weiterzugehen, wenn sie sowas wie den Baron haben, wenn sie einen guten Fight gewinnen können. Vivian bereitet schon wieder seine Combo vor. Da muss Boxer aufpassen, den hier abzugeben. Wäre fatal. Und SK startet gerade schon mal den Baron. Ah, da kommt der Stun, aber nur Hülisang, den man gerade treffen kann. Den Supporter zu verlieren ist bitter. Die Ult auf Reckless. Jetzt kommt die Karte-Sulti. Und das war's für ihn hier an der Stelle. 2 Kills für SK, 3, weil Fnatic hier nicht als Team, sondern jeder nacheinander reingeht. Und jetzt nur noch die Möglichkeit, dass Boxer das vielleicht stealt. Springt hier selber mit dem Knallzapf nochmal über die Wand. Er wäre da gespottet worden. Neue Ward. Wieder der Hook von Dreams. Den kann man jetzt einfach fokussieren. Und Boxer läuft gerade vor Thresh davon. Ezreal Ultimate trifft hier nicht. Boxer wird da nicht rüberkommen. Hat es nochmal probiert. Ist aber um einiges zu spät. Gibt hier sogar nochmal sein Leben für diese Aktion ab. Und Nemesis denkt sich, kann ich bitte ein gutes Team haben? Na, was mich auf Split pushen lässt. Der versucht immer Druck aufzubauen. Aber jetzt wird es richtig hart. Also gegen den Baron Buff. Bei SK, die sind ja auch gut im Spiel. Die sind ja auch auf einem sehr, sehr starken Punkt aktuell. Na, hier sehen wir das Ganze nochmal. Pyrion und Dreams machen das aber auch wirklich gut, dass sie da eben lauern, sobald der Thresh-Hook hier sitzt. Ja, der Damage halt super hoch. Braum hält da einfach nicht viel aus, wie sie. Und dass Reckless halt so tief da reingeht, war ein großer Fehler von ihm. Weil du musst auch einfach respektieren, sobald die Syndra Ultimate abkriegst, ist es nicht mehr viel. Da kommt noch ein Karthus Ultimate hinterher. Und ja, dann kannst du das machen, was er gerade getan hat. Einfach S drücken und stehen bleiben, darauf warten, dass du stirbst. Auch ärgerlich für Nemesis. Er hat ja sein TP gezogen, aber eigentlich schon zu einem Moment, wo es zu spät war. Und du kannst es halt einfach nicht mehr abbrechen. Also sobald du es erstmal gekriegt hast, man sieht es auch vom Schaden her, null Damage im letzten Fight, weil er halt einfach nur dazu TP ist, ohne wirklich ja, am Fight teilzunehmen. Da hat man Fnatic versucht, das Ganze vorzubereiten, aber es war wieder nicht wirklich koordiniert. Ja. Ibo stand oben und in der Theorie ist es nicht schlecht, wenn du schaffst, die Gegner so zu sandwichen, ne? einzukesseln. Aber das hat Fnatic hier einfach nicht hingekriegt. Sie wurden am Ende selbst überrascht. Hülisang ist direkt am Anfang gefallen. Reckless wirklich viel zu aggressiv mit dem Jump. Muss da gucken, dass er defensiver spielt. Jetzt wieder Hülisang. So kann man es machen. Er war auch gestern sehr aggressiv. Kann sich hier mit dem Schild sehr lange schützen. Dann bekommt Pyrion aber trotzdem nicht. Jetzt ist Sinn, der den Shutdown hier holen kann. Aber SK spielt es gerade etwas besser wieder. Nemesis kommt später zu. Diesmal man versucht, Wallop unterm Tower zu kriegen. Schafft das hier aber nicht mehr. Und er hockt schon wieder. Also Dreams. Der braucht sich auf jeden Fall nicht mit seinem Thrash-Pick hier zu verstecken. Karthus mit dem Kill. Und das sollte eigentlich sogar schon Game sein. Baron Buff, erster Base-Tower fällt hier. Und Wurlip hat Teleport. Der erste Nexus wird angegangen. 20 Sekunden auf die Sin, 40 auf Urgot. Inhib-Down. Und die Nexus-Türme sind das nächste Ziel. Man hat immer noch einen Cannon-Minion. Man hätte mir mit dem Teleport eigentlich warten können eventuell. Aber der Cannon-Minion kommt eh nicht in Tower-Range. Das ist gerade unangenehm. Die nächste Wave ist aber auf dem Weg. Nemesis hier wieder verlangsamt. Der Ezreal-Damage ist wirklich gut, wenn er 3 Items besitzt. Hat sogar die Magic-Durchdringung, also die Zauberer-Boots dabei. Ja. Aber inzwischen Boxer möglicherweise wieder da. Also ich glaube, das ist noch nicht Game, weil man sich doch etwas zu viel Zeit gelassen hat bei SK. Da hat man aggressiver reingehen können. Aber das ist hart, dass man jetzt gerade so viel verliert. Trotzdem nur 3000 Gold Vorsprung. Also nicht so viel. Karthus jetzt auch mit dem ausgebauten Lernstab. Bei Ezreal ist es das Entermesser geworden, wie du schon gesagt hast. Und auch eben die Sorcerer Boots. Gerade was die Schuhe angeht, hat Ezreal halt immer eine richtig entspannte Zeit, weil er packt es mit rein in seine Masteries, dadurch, dass er halt eben mit Klepto spielt. Muss da auch gar kein Geld für ausgeben, weil früher hat man immer diese Cooldown Reduction Boots gekauft. Mittlerweile brauchst du das einfach nicht mehr, dadurch, dass du eben den Gauntlet hast. Plus das zweite Tier-Item kommst du da schon auf deine 40% oder vielleicht sogar 45%, je nachdem, was er eben in den Runen noch mit dabei hat. Dass man hier einfach so unterm Tower fighten kann, zeigt schon einiges. Ne? Hier überlebt Wurlip einfach extrem lange. Karthus Ultimate, damit sollte Bipo schon wieder down gehen. Double Knock-up da fast an der Stelle. Nächster Kill für Ezreal, Nemesis. Jetzt gerade, wow, in der Stopwatch. Aber das war, der ist sehr, sehr schnell gestorben. Der nächste Tower wird hier direkt angegangen. Und das ist wieder ein Win für SK. Also es endet hier gerade so, wie es begonnen hat für Fnatic am Anfang des Splits. Wieder eine Niederlage gegen SK und diesmal ist es direkt im ersten Game. Da brauchen sie keine 3 Wiederholungen zwischendrin. Boxer versucht hier nochmal Zeit rauszuholen. An Tänzer läuft hier einfach nach links und rechts, um die ganze Zeit Karthus zu dodgen. Aber am Ende braucht man sich um ihn nicht mehr kümmern mit seinen 100 AP hier an der Stelle. Erster Nexus Tower geht hier langsam auf die Hälfte der AP zu. Der Turm fällt, der zweite kurz darauf und damit auch die Hoffnung, dass Fnatic das Game hier noch gewinnen oder drehen kann. Es war sehr lange ausgeglichen. Sie versuchen nochmal zu fighten und den Nexus zu verteidigen.
Aber Wurlip ist da dran und er kümmert sich drum als Cyan. In der Passiven ginge das natürlich auch noch. Und der Screen geht schon lange auf den Victory. Aber am Ende ja, ist es SK mit einem sehr souveränen Spiel. Und Fnatic, am Anfang des Spiels gut. Sie wollten da, glaube ich, so an die Ergebnisse des letzten Tages anknüpfen, weil gestern haben sie auch sehr aggressiv gespielt, sehr tempoorientiert gespielt, aber zwischendrin einfach zu viele Fehler. Haben sich da immer wieder catchen lassen. Und auch dieser eine Fight zwischendrin beim Baron, der war einfach nicht koordiniert. So, ja. Da hat man Schussigkeitsfehler gemacht, die am Anfang des Blitz passiert sind, die aber jetzt eigentlich nicht mehr passieren dürfen. Und das ist wirklich bitter. Aber SK ist ein Team, was Fnatic in der gestrigen Form, glaube ich, hätte schlagen können. Vor allem, sie hatten halt auch nicht wirklich viele Momente, wo sie so sehr weit nach vorne gekommen sind auf Seiten von. Also sie haben wieder diesen Lee Sin nicht so effizient genutzt. Ja. Klar, das eine Mal in einem 1 gegen 1, aber ansonsten, klar, in der Midlane hast du zwar ein Matchup, was scalen möchte, aber du hast halt gar keine Pressure mit Kassadin gegen Syndra. Das war eines der Probleme, ja. Und die Botlane, gut, da ist nicht so viel passiert, aber Ezreal hat einfach seinen Power Spike früher nutzen können. Auch, dass einmal, wie du gerade schon gesagt hast, bei dem Baron eben Reckless da einfach so tief reingeht, sofort getötet wird. Und auch Vipo mit kleinen Fehlern immer wieder mal wieder abgeholt worden, wo man eine Falle aufstellen wollte. Also es war jetzt nicht so dieser krasse Stomp, aber sie haben sich wirklich gut nach vorne gearbeitet im Spiel. Ja, und das, obwohl man eigentlich sogar recht gute Lanes bei Fnatic hatte. Ja. Ich muss sagen, wenn Fnatic so aggressiv spielen will, würde es ihnen vielleicht sogar besser stehen, werden sie auch aggressive Kombos spielen. Das haben wir gestern gesehen. Gestern auf der Top-Lane Jace, ein Pick, der viel schon machen kann, mit dem Vipo gut ausgesehen hat. Vielleicht da einfach ein bisschen mehr trauen, vielleicht läuft es dann auch besser. Aber das werden wir erst in den kommenden Matches sehen. Was auf jeden Fall immer gut läuft, ist unsere Analyse-Ecke. Deswegen viel Spaß mit den Jungs. Wir geben ab an Kalle und die Analyse. Ah, immer so viel Lob. Das schmeckt. Ja, wir freuen uns natürlich für die Jungs von SK. Sie haben es geschafft. 100% Winrate gegen Fnatic in der LEC. Und Fnatic verpasst den Anschluss. Das ist auch ein ziemlich wichtiger Lose jetzt tatsächlich an dieser Stelle. Oder ein wichtiger Win für SK. Denn man hat jetzt quasi wieder eine kleine Kluft zwischen diesen beiden Tabellenplätzen geschaffen. Und SK, ja, setzt sich jetzt hier durch. Und wenn Splice jetzt heute auch noch verliert, dann sind sie da wieder punktgleich. Und das sieht dann tatsächlich playoff-technisch gar nicht mal so schlecht aus. Eine ganze Staffette von Fehltreten in den letzten 5 Minuten. Was hat Fnatic da gemacht? Ja, also erstmal zur Fnatic's Comp. Fnatic's Comp war ja aufs Late Game ausgesetzt. Man hat Kassadin, Tristana, sehr gute Scaling-Champions, versucht dann mit dem Lee Sin im Early Game dahin zu kommen. Und SK's Comp war halt im Midgame sehr stark. Und das haben die halt ausgenutzt. Und Fnatic, die haben einfach mit SK gefightet, als SK am stärksten war. Und sobald sie dann ihre Items hatten, hatte SK gerade Nash. Und anstatt einfach zu versuchen, das Game weiter zu delayen, sieht man einfach, Fnatic geht 1-1, tot. So. Es darf eigentlich nicht passieren. So, sie können mal Sachen aufgeben und dann später mal zurück, also versuchen zurückzukommen. Mit Cassidy und Tristana haben sie ja die Option. Aber auf einmal so, Nash ist weg, bam, Mental Boom, alle. Ja, die Kommentatoren haben es gerade nochmal angesprochen. Man ist ja eigentlich für eine Late-Game-Comp gegangen, aber das Late-Game hat man nie erreicht, so wirklich. Man hat gerade angefangen, auf Tristana hatte man jetzt schon die 3 Items, bei Kessel ging es auch langsam los, aber man hat jetzt irgendwie relativ viel forciert, hatte ich den Eindruck in den letzten Minuten. Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem bei der Comp gewesen, ne? Das Early sah ja eigentlich sogar überragend, also sie haben es ähnlich gemacht wie gestern, dass halt dieser 4-Mann-Botlane, Dive kann man nicht sagen, aber dieser 4-Mann, ich fall dir in den Rücken-Move kommt, mit dem Teleport vom Top-Laner, gleichzeitig noch Broxah, der halt Botside ist. Dann kriegt man halt erstmal ein paar Kills. 3-0 haben sie sich ja insgesamt nach vorne gesetzt. Und dann kam erstmal lange Zeit nichts. Auch Broxah halt wieder sehr, sehr untätig. Also ja, er hat einmal Karthus im Jungle halt zufällig gefunden und einen 1v1-Kill gemacht. Ja. Aber das war es dann auch. Also viel mehr kam dann nicht. Ich finde den Lee Sin-Pick mittlerweile bei, auch wenn es für Broxah halt früher ein Signatur-Pick war, finde ich bei Fnatic halt einfach unangebracht. Und ich finde auch, er geht halt null auf. So, er funktioniert einfach nicht mehr, kommt nicht rein ins Spiel. Dann lassen sich halt zu viel Zeit, aber es liegt nicht nur daran, dass sie halt selber viel geforst haben. Ich muss auch sagen, es liegt auch daran, dass SK verdammt gut wusste, wann sie halt pressuren können. Also einfach, dass sie dieses Midgame ausgenutzt haben, direkt Mitte T2-Turm noch gepusht, SW auf den Power-Spike. Sie wissen, Kassadin hat halt noch nichts. Denn ihr müsst euch vorstellen, Kassadin, ja, er hat ein übelstes Late-Game-Scaling. So mit 2 Items, Level 14, 15 ist schon unangenehm, gegen zu spielen. Aber wenn er in den Teamfight reinhüpft, der hat halt keinen Stundenlass, um sich selber zu peelen. Er hat halt noch keine Ultimate, die eine Sekunde Cooldown haut. Und er ist ein Melee. Also er muss auf die Gegner raufhüpfen. Wenn das passiert, setzt er sich halt immer der Gefahr aus, sterben zu müssen. Und genau in diesem Stadium war halt Fnatic noch. Und SK hat einfach eiskalt durchgeböllert. Du hast die Szene nochmal rausgesucht, die jetzt kurz vor dem Baron stattgefunden ist, wo SK quasi auch ja den Winning Baron quasi bekommen hat. Zeig uns doch nochmal, was da passiert ist. Genau, kicken wir uns das mal an, wie der Berliner sagt, wa? Und zwar, da muss ich auch sagen, hat SK das wieder sehr intelligent gespielt. Wir haben vorhin so ein bisschen angesprochen, dass sie so ein Spiel gerne slow aufbauen, dafür aber sicher. Ne? Ach nee, das haben wir bei Schalke vorhin, glaube ich, gesagt, ne?
Ja, bei SK aber auch. Aber also ich finde Schalke und SK sind auch sehr, sehr ähnlich, was ihre Spielstil angeht. Ne? Und sie haben es jetzt quasi so geregelt, dass du halt im Endeffekt eine kleine Fraktion zu zweit da hast. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, da steht eine Ward, die wurde, glaube ich, von umgangen. Also die hat nicht gesehen, dass sich zwei Leute in den Busch gestellt haben. Wenn doch, war es halt ein Riesenfehler von Fnatic, was gleich passiert. Gleichzeitig ist halt der Rest der Fraktion dabei, den Nashor zu starten. Also diese drei Parteien hier. Mit Katus muss man dann diesen Nashor natürlich auch immer ultra respektieren, weil Katus Nash Clear ist halt extrem schnell. Und den einzigen, den du hast momentan in Reichweite, der das Ganze verhindern kann, ist Fipo. Ich habe eine Frage. Ja, hau rein. Und zwar sehen wir auf der Karte, dass Cassidy gerade unten ist. Richtig? Ja. Botlane. Und warum pusht er nicht einfach, was das Zeug hält und man versucht, sie so lange wie möglich hinzuhalten? Macht er ja quasi. Aber das Problem für Fnatic ist in dem Moment, das, was du hier oben siehst, ne? Dieser Fipo ist der einzige Vision-Faktor auf dieses gesamte Pit, weil die einzige Ward, die Fnatic hat, ist diese Ward dort. Und die zeigt dir leider nicht, wie viel Leben der Baron hat. Das heißt, momentan weiß Fnatic, dass der Gegner am Baron dran ist, aber er weiß weder, mit wie vielen, weil du siehst halt an der Stelle bloß den Katos und die beiden siehst du halt hier überhaupt nicht, noch weiß er halt, wie viel Leben der Nashor hat. Und das ist jetzt natürlich immer so ein kleiner Panikmoment. Also dafür hat man sich jetzt in die Enge gedrängt. Kassadin hat nun mal sein TP und da musst du halt gezwungenermaßen auch zur Not mal ein bisschen früher porten. So, was jetzt passiert, sie pressuren halt weiter, ne? Control Vault ist noch aufgestellt, also auch da, Vipo ist der Einzige, der in Reichweite ist. Und derjenige, der halt Face checkt, ist der Supporter hier oben. Und da geht jetzt diese Falle super auf. Du hast halt einen Stun, den du safe triffst, du hast einen Hook, mit dem du das Ganze jetzt kombinieren kannst. Und letztendlich ist halt der eine, der arme Supporter, der quasi oben alleine zurückgelassen wird, derjenige, der so ein bisschen leihen muss. Und das werde ich bis zum Ende nicht verstehen. Also warum an der Stelle Reckless sich jetzt da an der Wand positioniert, ist fein, er kann von da Schaden fahren, aber warum im Gottes Namen sucht er einen Rocket Jump dort über die Wand rüber? Das ist so ein Kalle-Move. Das ist wirklich ein Kalle-Move. Ja, wirklich. Also das hätte ich safe so gemacht. Weil jetzt musst du dir vorstellen, dein Support, der dich peelt, der liegt da. Und zwar am Boden. Der wird dir nicht mehr helfen können. Während jetzt du als AD-Carry, und AD-Carry sind nicht die tankigsten, du stehst halt zwischen drei Leuten, der vierte ist halt am Herannahen, da ist auch noch die Wall, die ihn direkt geslowt hat. Das ist halt ein gefundenes Fressen, also von Reckless definitiv ein Move, den man sich hier nicht erlauben kann. Vipo wird halt immer noch gezoned, weil du halt da hinten den Sein hast, den raushalten kann. Also er kommt auch nicht wirklich in den Rücken rein. Momentan haben wir Kassadin halt immer noch auf der Botlane. Also er kann hier noch gar nicht den Unterschied machen, Teleport hat mich nicht angefangen. Der Teleport wird jetzt oben auf die Control Ward ausgelöst, Vipo ist alleine. Reckless zieht sich zwar zurück, aber die Kassadin Ultimate reicht und auch hier, wenn ihr euch das wieder anschaut, ist das eigentlich wunderschön, weil du hast einen, das ist nicht selbstverständlich, ne? Du hast einen Katus, der relativ mitten im Fight seine Ult nutzt. Und was macht man? Man bildet halt wirklich so einen richtigen Schutzring um ihn herum, damit eben dieser Vipo nicht rankommt, um die Ultimate zu canceln, weil kommt die Ultimate durch, wissen alle, was passiert. Der hier oben, der mit 200 Leben rausgekommen ist, der wird sterben. Und ohne AD-Carry ist das Ding halt schon fast unspielbar. Vipo stirbt halt auch nochmal bei dem Versuch halt eben seinen AD-Carry zu retten. Ja, und letztendlich ist das halt der Wink mit dem Zaunfall, mit dem Nashor zu fangen, den auch durchzuziehen. Im Endeffekt ist Broxan auch nochmal gestorben, weil er versucht halt irgendwie noch Schadensbegrenzungen zu betreiben. Und ich muss sagen, es war von Fnatic wieder auf allen Positionen eine sehr durchwachsene Leistung. Hier Reckless mit den Fehlern, gleichzeitig Broxan mit einigen Situationen, wo er halt einfach nicht effektiv war. Zum Anfang Vipo, das hast du vorhin schön angesprochen, mit zweimal Fehlern auf der Toplane, wo er einfach zu weit nach vorne geht und sofort von Selfmade bestraft wird. Also auch Vipo hat das eigene Team sehr, sehr viel gekostet in diesem Spiel, was das Early angeht. Und sie konnten diesen Lead, den sie sich erspielt haben, später null ausbauen. Ja, sie hatten sogar einen Lead, haben das Early Game eigentlich ziemlich gut gespielt, vor allem mit dem Botplay, wie du es schon gesagt hast. Aber ja, sobald sie ins Midgame und Late-Game kommen, ist einfach alles weg. Alles weg, ja. Ob die Chancen auf die Playoffs auch jetzt weg. Schon weg sind, werden wir natürlich noch in Erfahrung bringen. Es ist statistisch natürlich noch möglich. Aber ja, Fnatic zeigt sich nicht von der besten Stärke oder von der besten Seite, also nicht von der stärksten. Wir gehen in eine Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder mit der zweiten Partie Splice gegen Excel. Ich gehe mich selber kündigen. Tschüss.